Auf einem Parkplatz in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi lodern die Scheiterhaufen. In improvisierten Krematorien werden die Corona-Toten verbrannt. 2.624 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zählten die indischen Behörden in den letzten 24 Stunden. Mehr als 300 allein in der Hauptstadt. Insgesamt zählt das Land bisher fast 190.000 Corona-Tote. Szenen wie diese habe er noch nie erlebt, berichtet dieser Mann. Er arbeitet für eine Hilfsorganisation. 5-jährige Kinder, 15-jährige, 25-jährige, sogar frisch verheiratete Paare habe man hier verbrannt. Eine Doppelmutation des Coronavirus scheint die Verbreitung der Krankheit in Indien deutlich zu beschleunigen. Die neue Corona-Welle trifft den Subkontinent härter als je zuvor. Mit dem Höhepunkt wird in frühestens 3 Wochen gerechnet. Die Bundesregierung ruft deshalb jetzt Indien-Alarm aus. Einreisen aus dem Land nach Deutschland werden weitestgehend gestoppt. Die Bundesregierung werde Indien kurzfristig zum Virus-Variantengebiet erklären, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ab Sonntagnacht dürfen dann nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Eine Verkürzung der Quarantäne ist ausgeschlossen. Fast 347.000 Menschen haben sich zuletzt innerhalb eines Tages mit Corona infiziert. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Indiens unterfinanziertes Gesundheitssystem, es steht vor dem Zusammenbruch. Wir sind völlig überfordert, berichtet dieser Arzt einer Klinik in Neu-Delhi. Von 54 Intensivbetten habe man auf über 300 aufgestockt. Dennoch reichen die Kapazitäten nicht. In dieser Notaufnahme müssen sich die Patienten sogar die Betten teilen. Sauerstoff wird zur Mangelware. Überall habe die Familie nach einem Beatmungsgerät gesucht, erzählt dieser Sohn einer Corona-Toten. Aber niemand habe helfen können. Seine Mutter sei gestorben, als der Sauerstoff ausging. Ein Problem, das immer mehr Kliniken trifft. In einem Krankenhaus in Delhi sollen allein 20 Patienten über Nacht gestorben sein, weil nicht genügend Sauerstoff vorhanden war. Per Bahn und Flugzeug versucht die Regierung nun, Nachschub zu organisieren. Eine Doppelmutation des Coronavirus scheint die Verbreitung der Krankheit deutlich zu beschleunigen. In frühestens 3 Wochen wird mit dem Höhepunkt der neuen Welle gerechnet. Weil sich die indische Mutation auch nach Europa ausbreiten könnte, fordert Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, nun Konsequenzen. Die EU-Innenminister müssten schneller und konsequenter handeln und sofort ein vorübergehendes Verbot von Flügen aus Indien und Einreisebeschränkungen verhängen, so der konservative Politiker. Einige Covid-Fälle mit der indischen Mutante seien bereits in Deutschland und der EU aufgetreten, zum Beispiel bei indischen Gaststudenten in Belgien. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.